Ja, es wurde jetzt schon von meinen Vorrednern einige Male gesagt. Ja, ans Mikro. Ah, okay. Also ich spreche jetzt für die Linksjugend Solid und den SDS Münster. Also, es wurde von meinen Vorrednern schon ein paar Mal erwähnt, aber es ist echt ein außerordentliches Ereignis heute. In mehreren europäischen Ländern finden zum ersten Mal koordinierte Generalstreiks statt. In Griechenland, Malta, Zypern, Portugal und Spanien gehen die Menschen auf die Straße, legen die Arbeit nieder und demonstrieren. Der Europäische Gewerkschaftsbund hat den heutigen Tag zum Aktions- und Solidaritätstag erklärt. Und in ganz vielen Ländern finden Solidaritätskundgebungen und Demonstrationen statt, so wie die hier in Münster. All dies geschieht, weil Millionen Menschen merken, dass sie sich zur Wehr setzen müssen gegen eine ungerechte Politik, die die Interessen einer Minderheit über die der Mehrheit setzt, und gegen eine undemokratische Politik, die die Verursacher der Krise und die Profiteure der Krise nicht zur Kasse bitten will, sondern die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dafür zahlen lassen möchte. Dass die europäischen Regierungen diese Politik nicht im Sinne der Mehrheit machen, wird immer deutlicher. Denn zum Beispiel anstatt den Finanzsektor endlich zu regulieren und die Profiteure zur Kasse zu bitten und an der Bewältigung der Krise zu beteiligen, sollen jetzt die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zahlen, die Beschäftigten, die Rentnerinnen und Rentner, die Arbeitslosen. Und das Wetten auf Staatspleiten und die Nahrungsmittelspekulationen an den Börsen laufen einfach weiter, ungestraft. Das können wir uns nicht weiter bieten lassen und wir müssen etwas dagegen tun. Wenn wir dem etwas entgegensetzen wollen, müssen wir uns nicht auf die Politiker verlassen, sondern müssen gemeinsam etwas tun. Wir müssen zusammen ein Zeichen setzen und für unsere Interessen eintreten. Wir müssen deutlich zeigen, dass wir uns diese Politik nicht mehr bieten lassen. Und das müssen wir gemeinsam tun, über alle Grenzen hinweg und in ganz Europa. Dieser länderübergreifende Generalstreik ist schon mal ein wichtiger Schritt in die Richtung eines koordinierten gemeinsamen Widerstands in Europa. Und deswegen müssen wir uns auch hier solidarisch zeigen und ein Zeichen nach Südeuropa senden. Trotz aller rassistischen Hetze und hetzerischen Behauptungen, dass die Pleite Griechen selbst an ihrer Misere schuld wären, faul wären, den Deutschen auf die Tasche lägen, dürfen wir uns nicht spalten lassen, sondern dürfen uns auch nicht von den Medien in dem Punkt verarschen lassen. Denn es ist so, dass die Staatsschulden in Griechenland, wie in allen anderen betroffenen Ländern, erst im Zuge der Bankenrettung im Jahr 2008 in die Höhe geschnellt sind. Da konnten die Bevölkerungen vor Ort gar nichts für. Und dann sind erst die Spekulanten, die auf Staatspleiten spekuliert haben, diese Länder weiter in die Krise getrieben worden. Und schließlich, durch die harte Kürzungspolitik der Troika, die auch die Bundesregierung maßgeblich vorantreibt, ist es dort zu Lohndumping, Massenarbeitslosigkeit, massiven Kürzungen im Sozialbereich und einem Einbruch der Wirtschaft gekommen. Das alles hat logischerweise die Staatseinnahmen gesenkt. Und so führt diese Austeritätspolitik der Troika nicht irgendwie zu einer Staatshaushaltssanierung, wie es immer proklamiert wird, sondern hat nur dazu geführt, dass die griechischen Staatsschulden weiter in die Höhe geschnellt sind. Trotzdem werden weiter auf ganze Volkswirtschaften kaputt gespart, und das jetzt auch in Spanien und Portugal oder in Italien. Dass diese Maßnahmen nicht hilfreich sind, merken wir. Wir müssen andere Maßnahmen ergreifen. Erste Schritte könnten zum Beispiel die Erhöhung des Lohnniveaus sein, damit die Leute vor Ort wieder einen Lebensstandard erhalten, der menschenwürdig ist. Damit die Steuereinnahmen steigen, müssen auch die Steuerhinterziehung bekämpft werden und endlich auch die großen Einkommen an der Bewältigung der Krise beteiligt werden. Es braucht höhere Steuern auf Reiche. Außerdem müssen die Finanzen der Staaten endlich von den Spekulanten abgekoppelt werden. Die Finanzmärkte können nicht mehr darüber entscheiden dürfen, ob zum Beispiel die sozialen Sicherungssysteme in einem Land noch bezahlt werden können oder ob sie eingespart werden müssen. Die Finanzen dürfen nicht mehr von den von den Märkten abhängig sein. Genauso müssen die Großbanken entmachtet werden, wie die Deutsche Bank hier übrigens auch. Teil dieser Hetze ist, dass die Griechen den Deutschen auf der Tasche legen. Aber das stimmt nicht. Es zahlen nicht die deutschen Steuerzahler dafür, dass es der griechischen Bevölkerung besser geht. Die sogenannten Hilfspakete helfen nicht den Bevölkerungen vor Ort in den Ländern, sondern die gehen größtenteils direkt in die Taschen der Gläubiger. Und das sind genau die Großbanken wie die Deutsche Bank oder die Commerzbank, die durch ihre Spekulationen die Krise erst mit verursacht haben. Diese Großbanken können weiter ihre Gewinne einfahren, in private Taschen wirtschaften, während ihre Verluste einfach sozialisiert und von Steuergeldern aufgefangen werden. Das ist eine massive Umverteilung von unten nach oben und das kann so nicht weitergehen. Mit dem Fiskalpakt wird jetzt dieser Sparzwang in ganz Europa ausgeweitet und wird noch mehr verschärft. Das trifft vor allen Dingen die Kommunen und die sozialen Systeme der Länder. Auch hier in Deutschland werden die Kommunen stärker betroffen werden. Es ist auch eine Illusion zu glauben, dass Deutschland jetzt als Gewinner dastünde, weil die deutsche Wirtschaft noch nicht so sehr eingebrochen ist. Denn
In Deutschland sind viele der Maßnahmen schon mit der Agenda 2010 vorweggenommen worden, die jetzt in verschärfter Form nach ganz Europa transportiert werden. So ist zum Beispiel der Arbeitsmarkt liberalisiert worden, der Niedriglohnsektor ist ausgebaut worden und die Rente ist de facto mit der Rente ab 67 gekürzt worden. Aber es wird ja auch in Deutschland, auch wenn die deutsche Wirtschaft noch besser dasteht als zum Beispiel die griechische, wieder zu massiven Einbrüchen kommen. Denn die deutsche Wirtschaft ist massiv auf Export ausgelegt und wenn jetzt überall die Absatzmärkte einbrechen, weil die Volkswirtschaften kaputtgespart werden, wie wir es jetzt in Griechenland, Portugal und Spanien erleben, dann wird auch die deutsche Wirtschaft stärker ins Straucheln geraten. Deswegen muss uns klar sein, die deutschen Beschäftigten sitzen genau im gleichen Boot wie die griechischen, die italienischen, die portugiesischen und alle anderen in Deutschland, in Europa. Wir müssen jetzt gemeinsam uns zur Wehr setzen gegen dieses Europa der Banken, der Reichen und der Konzerne. Wir müssen gegen ein Europa stehen, gemeinsam und solidarisch, dass die Finanzmärkte diktieren lässt und die Regierung quasi noch zur Ausführenden macht dieser marktkonformen Politik. Die Demokratie muss wieder im Vordergrund stehen und nicht die Gewinninteressen einiger weniger. Deswegen müssen wir jetzt gemeinsam kämpfen für ein soziales Europa, ein demokratisches Europa und ein solidarisches Europa. Unsere Botschaft nach Südeuropa, nach Portugal, Spanien, Griechenland, Malta und Zypern kann daher nur lauten: Hoch die internationale Solidarität. Dankeschön.